Ja, Benny hat einen Löwen. Was, ein Löwen-Jumpsuit? Ja, hier, guck mal. So ein Einteiler. Ist voll gut. Was geht denn bei euch ab? Ich hab grad mein Löwen-Jumpsuit gesehen und ich flieg gerade ein Öhrchen rum. Herzlich willkommen, hier ist der Löwe. Ja. Nee, doch, ja, oh. Jetzt bin ich raus. Also, das sage ich ja. Nee, doch, ja, oh. Also es kann sein, dass ich während dem Stream heute mal eine Viertelstunde weg muss telefonieren. Das wollte ich sagen. Ja, was habe ich denn hier noch alles in meinem Inventar? What the fuck? Dann was wollte ich noch sagen? Ach so. Ja. Ich brauche Bens Rat. Aber erstmal gebe ich den Spielname ein. Jetzt bin ich gespannt, in welchem Zusammenhang du meinen Rat brauchst. Ich würde sagen, du solltest nicht mit ihm schlafen. Bei solchen Sachen würde ich dich nie fragen. Meinst du, weil ich immer den falschen Rat gebe? Weil du einfach nicht kompetent bist. Als ob ich nicht kompetent bin. Ich bin da der Kompetenteste, wenn es um mit Leuten schlafen geht, ja? Der Kompetenteste? Weil du mit so vielen verschiedenen Menschen in der Woche schläfst. Du weißt genau, worum es geht. Nein. Potenteste? Ne, ich bin dann halt eine neutrale Instanz. Das meine ich doch. Ja, lass es auch mal. So kann man es natürlich auch sehen. Nein, ich möchte dich natürlich. Oh, warte mal, jetzt bin ich bitte hier. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was nach dem natürlich kommt. Das finde ich jetzt interessant. Nein, das ist wirklich was ganz Normales. Das Hex ist auch was ganz Natürliches, also. Deswegen, ich könnte immer noch den gleichen Rat geben. Brauchen wir zufällig Eisen oder so ein Spaß? Guck in die Truhe, oder ich gucke in die Truhe, wenn du gerade nicht da bist. Moment. Ich bin nicht da, deswegen frage ich dich ja. Wir haben 83 Eisenerz und 7 Eisenbahnen. Ich glaube, Eisen ist gerade fein. Was brauchen wir denn? Amethysten wären zum Beispiel wieder ganz cool. Da haben wir noch 3. Iridium brauchen wir sonst auf jeden Fall. Das war's, glaube ich. Kupfer haben wir auch noch jede Menge. Wir haben noch 150 Erz, also Kupfer brauchen wir auch nicht. Iridium ist sehr schwer zu finden. Ja, ich sage ja nur, was wir brauchen. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Das wird definitiv nicht einfach. So, genau, also pass auf, ich habe bei Stardew Valley die Aufnahme irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, keine Ahnung. Die Aufnahme kann zwar kein Deutsch, also. Schulz. Schulz. Und zwar ist es jetzt so, dass bei einer der Aufnahmen so alle 3 Sekunden das Bild für so eine Millisekunde stehen bleibt und weitergeht. Und jetzt war meine Frage, ob du denkst, dass ich das trotzdem auf YouTube stellen sollte oder ob ich das besser lasse. Was, alle 3 Sekunden bleibt das so ganz kurz stehen und dann geht's weiter? Ja. Ich sag mal so, da bei uns eh niemand Stardew Valley anguckt, kannst du das auch auf YouTube stellen. Ja, das ist natürlich auch eine Ansicht, ja. Oh, es gibt ein neues König in der Soßen. Oh, da habe ich noch gar nicht hingeguckt heute. In meinem Haus ist es Tradition, während des Festmahls zum Winterstern einen Kürbiskuchen zu essen. Die Jahreszeit ist ohne diesen wundervollen Geschmack, der nur mit dem feinsten, frisch geernteten Kürbissen erreicht werden kann, einfach nicht komplett. Ein wenig Muskat, Zimt und Nelke wird dich umhauen und in ein Land voll Gold und Purpur entführen. Dann muss ich auch mal gucken hier, ob ich auch da Dingens kann. Mir fällt gerade auf, ich habe kein Taschentuch, weil ich natürlich jetzt gerade meine Hose ausgezogen habe beim Umziehen. Ey, wenn du einen Jumpsuit ziehst. Wie das klingt, wenn man nicht weiß, was du da treibst. Ne? Ich habe kein Taschentuch, weil ich meine Hose ausgezogen habe gerade. Jetzt wollte ich ins Bett gehen, siehst du, du lenkst mich ab. Benni hat kein Wichstuch mehr. Nein, ich habe kein Taschentuch, weil meine Nase läuft. Genau so klang das. Ich habe meine Hose ausgezogen, aber ich habe kein Taschentuch mehr. So eine Scheiße aber auch. Morgen wird es den ganzen Tag sonnig sein. Und die Wahrsager sagen mir heute voraus, dass ich neutrales Glück habe. Also. Weder plus noch minus. Robin braucht halt Hartholz. Ha. Felix, wir denken das Gleiche. Ja, Leute, was ist denn kaputt bei euch heute? Bei mir ist heute der versaute Tag. Ja, irgendwie schon, ne? Als ob du irgendwann mal einen Tag hattest, wo du nicht versaut bist. Ja, touché. Das ist eher so ein roter Punkt im Kalender, wenn Felix keine zweideutigen Witze macht. Aber ein ganz roter und ein ganz seltener. Könnte man quasi mit Monatsblut machen. Den Punkt.
Ja. Ich habe zwar noch keine Zuschauer, aber bitte, bitte, bitte hört damit auf. Okay. Findest du nicht okay, dass wir sowas machen? Doch, nein. Also ich finde es vollkommen okay. Dich fragt niemand. Aber ich habe ja keine Zuschauer. Du bist am Ende ein Zuschauer im Zweifel. Kanalerfolg, weil jedes Mal absehbar ist, dass ich zweideutig mitbringe. Tatsächlich gibt es Kanäle, die komplett darauf aufbauen, auf solchen dummen Sprüchen. Nein. Das wird sich dann bei Forza reisen. Stimmt, das habe ich auch nicht mehr gespielt. Da soll jetzt Anfang Dezember die erste Erweiterung kommen, ne? Ja, ist schon. Schlafmütze. Was? Du hast es geschafft, deine Zuschauer mit rüberzubringen zu anderen Spielen. Nö. Welche Erweiterung, also zumindest bis auf einen nicht. Welche Erweiterung ist denn da schon? Die ist schon draußen? Ja, ein paar neue Autos. Nee, ich rede von der Spielfelderweiterung, ne? Achso, 42 neue Felgen sind bis jetzt draußen. Das weiß ich, dass das. Das interessiert ja keine Sau. Ich darf zum Sebastian ins Zimmer. Sag mal, wo ist denn eigentlich Robin? Das fragen wir uns, glaube ich, jedes Mal, wenn wir spielen. Warum willst du einen Dreier machen, oder? Nein. Wenn dann ein Zweier ohne dich? War mir schon klar. Und ohne Robin und mit Sebastian? Eben, mit Robin und Sebastian. Sebastian ist der Sohn von Robin, was wollt ihr eigentlich? Sebastian, das ja. Das wird ein alten Saarland-Film, mein Gott, ey. Das ist eine Seite aus einem Tagebuch. Es gibt nur wenige ältere Junggesellen im Ort und keiner davon ist perfekt. Harvey ist sehr nervös und schwach, aber ich weiß, er wäre ein loyaler und hingebungsvoller Ehemann. Er mag Kaffee und eingelegte Gurken. Elliot ist etwas geckenhaft und melodramatisch, aber er hat ein nettes Kinn. Er mag Krabbenkuchen und Granatäpfel. Shane ist unordentlich und nicht sehr gesellig, aber ich glaube, sein grobes Äußeres ist ein Verteidigungsmechanismus, mit dem er sein wahres Ich vor der Welt verbirgt. Er mag Bier, Pizza und Paprikapopper. Das ist doch mein Traum, Mann. Bier, Pizza und Paprikapopper? Das ist so typisch. Das sind die Männer, mit denen ich nichts anfangen kann und dann verliebe ich mich immer. Tja, also Shane wird halt doch Lumis Mann. Sehr gut, wissen wir das jetzt auch. Nein, eigentlich bin ich bin ja schon an Sebastian dran. Mir fällt dazu bloß ein, Frauen. Kann das sein, dass die Stardew Valley geupdatet haben? Die Gummis da, die springen einfach durch mich durch. Die Gummis springen durch mich durch. Die Schleimi, mein Gott. Es tut mir leid. Benny zweideutig. Aber die Gummis springen durch mich durch, ist einfach eine dumme Vorstellung. Ist jetzt kein. Ich hätte Flummis sagen können. Das wäre besser gewesen, tatsächlich, vom Ausdruck her. Gummis, Flummis, mein Gott. Weingummis. Ja, dass du immer gleich so an komische Dinge denken musst, Ben. Hallihallo, Black Dust. Okay, ein paar Leute gucken mir halt dann doch zu, auch mal bei anderen Spielen. Ach, schön, den Black Dust, den gab es doch vorher schon. Ja, der hat immer mal wieder reingeschaut. Der kam schon vor Forza. Ich glaube ja, tatsächlich, Black Dust ist schon länger da. Der hat wahrscheinlich sogar den. Ich kann es ja nicht nachgucken. Wenn man bei mir Followed eingibt, sieht man allerdings, wann man Followed. Also ich weiß, dass der war schon da, wo ich mit dir angefangen habe mit Stardew. Dann hat er bei mir nämlich auch mal reingeschaut. Ja, ich weiß. Ja. Er hat da gar nie reingeschaut. Du streamst ja auch nicht. Die guten alten Zeiten, also noch jung und knackig waren und regelmäßig streamen konnten. Die guten alten Zeiten, das war, wo wir noch X-Fire hatten. Das sieht großartig aus, vielen Dank. X-Fire, ey, das ist auch sowas, das irgendwie komplett untergegangen ist. Ich glaube, das gibt's auch noch, ne? Das gibt's nicht mehr. Das ist seit 3 Jahren ausgestorben. Ach so? Das ist tatsächlich komplett down? Ja. Ich dachte, ein paar Verrückte benutzen das immer noch. Nee. Kannst bei Google suchen, das gibt's nicht mehr. Tja. Also, die haben auch nicht verstanden, wie es weitergehen muss. Du konntest ja bei denen super früh schon so kurze Videoclips hochladen. Ja. Aber die hätten dann halt ins Livestreaming gehen müssen. Eine Rotbarbe erstmal geangelt hier. Ja, ich bin mit dir von X-Fire direkt zu Steam gegangen und du hattest Steam aber schon länger, weil du hast ja auch mehr. Ich habe ja, während wie ich X-Fire hatte, schon Steam parallel gehabt wegen Counter-Strike. Achso, ja. Da hatte ich das noch nie. Also aber ich hab schon irgendwie seit 2005 Steam. Ja, du hast 13 Dienstjahre momentan. Genau. Ich habe 8 Dienstjahre. 13 Dienstjahre zu Befehl, Herr Kommandant! Kommandante! Black Dust, was hast denn du heute so schön gemacht in letzter Woche? Ich meine, ich war wirklich jetzt lange nicht da. Am besten war
deine letzte Nachricht bei Discord so, heute komme ich vielleicht mal on und ein paar Minuten später so, nein, auch, doch nicht. Das war nicht ein paar Minuten später, das war irgendwie 3 Stunden später. Ja, für mich sind es ein paar Minuten, weil ich hätte ganz nett. Vor allem kommt es drauf an, wann man es sieht, wenn man beides direkt hintereinander sieht. Das ist kein Teddybär-Bag, das ist ein Löwenkostüm oder ein Löwen-Jumpsuit. Teddybär. Ein Teddybär. Jag doch keinen Teddybären, ich bin nicht verrückt. Benjamin Blümchen, Warte mal, Benjamin Blümchen ist ein Elefant. Ich habe gesagt, es ist auch kein Teddybär. Ein großer Teddybär. Oh Gott, was ist das für ein Fisch? Aber die Slimies sind auch richtig hart geworden, ey. Oder ich bin durch mein Time at Portia bin ich zu, wie sagt man? Oh nein! So abgeschwächt. Verweichlicht, genau. Wir konzentrieren. Wohnkampfsystem, aber. Naja, da gibt's Wohnkampfsystem, aber. Spielt aber keine Rolle, oder? Warum schleppe ich einen Kohlebrennofen mit mir rum? Warum nicht? Weil du stark bist. Wie ein Löwe. Ich mache das auch immer so. Immer wenn ich spazieren gehe, dann baue ich meinen Kohleofen aus und schleppe ihn auf dem Rücken durch die Gegend. Das macht so wohlig. Nein, der Fisch macht mich fertig. Ach komm. Oh nein! Nein! Ist das jetzt euer verdammtes Ernst? Ey, ich bin direkt gut los. Ich bin mit 10 Lebenspunkten zurück auf unsere Farm und dann entsteht einfach mal so eine fucking Zombie-Dingens vor meiner Nase aus dem Boden auf und hackt mich an. Und ich bin direkt tot. Was ist denn das für eine Scheiße? Hallo Black Dust. Was ist das für eine Scheiße? Das ist doch kein Zombie, das ist ein Gummitierchen. Ich hab keine Ahnung, was dieses Scheißviech soll. Das ist doch. Oh, das geht doch gar nicht. Hallo? Ich bin raus. Ja, RIP, danke schön, Black Dust. Ich bin raus. Ja, aber komm, das ist das schwächste Monster in dem ganzen Ja, danke. Vielen Dank, Felix. Für Lumi reicht's, würde ich mal sagen. Aber das ist echt das schwächste Monster von allen. Spiel also ohne mich weiter. Ich bin nicht mehr da. Ich nehme jetzt mein Handy. Lumis, die hier. Das ist jetzt echt vorbei. Tinder auch zwei ein paar Kerle nach rechts, um mich besser zu fühlen. Tinder mal ein paar Kerle nach rechts. Ja, einfach alles nach rechts wischen und dann rausfinden, dass man trotzdem keine Matches hat. Wobei, das ist traurig, wenn man alles nach rechts wischt und trotzdem keine Matches kriegt. Ja. Ich meine nach links wischen, ich wollte Leute ablehnen, aus Frust. Das macht dann schreib doch dann fühlst du dich besser? Ich habe gar kein Tinder, ich kann überhaupt nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wonach man da wischt. Ich würde mal sagen, du sollst lieber Lavu nehmen, ja? Ja, Lavu ist jetzt nicht wirklich besser. Bei Lavu war ich schon, das war eine Katastrophe. Aber wir haben ganz viele Sachen haben wir geändert. Naja. Wir haben sich wirklich ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel die Leute, die sich da anmelden, das wäre mal ein Fortschritt. Die können wir schlecht ändern, ja. Aber du kannst jetzt bei Lavu livestreamen und dort Geld verdienen. Bei Lavu livestreamen? Ja. Und was streame ich da? Will ich wissen, dass ich da streame? Das, was dein Handy vorne aufnimmt, deine Handykamera. Du bist krankgeschrieben. Hast du auch Filter drin oder das ist intensiv? Nee, keine Filter. Du kannst es einfach nur so streamen, wie du da sitzt. Okay, und einen Schwanz zeigen. Nee, das darfst du nicht, das ist tatsächlich explizit verboten. Streamst du dann öffentlich oder streamst du vor irgendwelchen Leuten? Du streamst öffentlich. Mhm. Du kannst nur lachen und du darfst nicht aus dem Haus. Also wenn wir dich zum Lachen bringen, ist ja schon mal das halbe Ziel erreicht hier, sag ich mal so. Aua! Aua! Haut der blöde Zombie mich an. Okay, dann gehe ich halt auch ins Bett. Was sind denn 2 Zombies? Lumi, ist in deinem Bett noch Platz? Die Zombies lassen mich nicht nach Hause. Nein, du warst böse. Mein Bett ist kein Platz mehr. Ich komme gleich vorbei, wenn... Ich muss sagen, wollen die irgendjemand noch ein Schwert geben? Ach, ich habe sogar wieder ein Schwert. Wir waren beide böse. Ihr dürft beide nie hast wieder... Hast du ja letztens schon eine Schwert? Nie gegeben. Wieder! Ich sag ja auch gerade, ich habe schon ein Schwert. Ich mach die einfach platt. Easy. Eben, das sind wirklich die leichtesten. Bis ihr es platt gemacht habt, hab ich wieder Energie und kann wieder rauskommen, ey. Was habe ich so Felix? Gemacht? Ich habe tatsächlich einfach... Nein! Ich mute sie mal kurz. Ich hatte einfach meinen Neffen versorgt, der war nämlich komplett letzte Woche da. Deswegen war ich nicht am Livestream. Der hat nämlich eine Woche bei mir gewohnt, weil seine Eltern in Indonesien waren. Haben da schön Urlaub hingemacht, ohne ihn. 13 Jahre. Und ja, das Rest erzähle ich mit den Leuten. Seid ihr noch da? Ja, wir sind noch da. Ich muss mal kurz muten, weil ihr gerade laut seid, wo ich eine Frage beantworten wollte. Ich schlafe jetzt, weil 1.30 Uhr und so. Bleib. Übrigens habe ich ja lange Zeit gedacht, ich werde ein strenger Papa. Jetzt hatte ich eine Woche meinen 13-jährigen Neffen und ich zweifle so ein bisschen an der Vermutung, dass ich ein strenger Papa werde.
Also erstmal ist es dein Neffe. Ja, und dein Neffe, den kann man anders behandeln als das eigene Kind. Den hat man nämlich auch nur eine Woche da. Und wenn man den total verzieht, ja, und der immer Schokolade kriegt und immer alles machen darf, was er will. Geil, haben wir viel eingenommen. Ja, Wahnsinn. aber wenn der alles machen darf, was er will, ja, dann geht er nach Hause. Und wen nervt er? Nee, der darf ja nicht alles, durfte ja nicht alles machen, was er will. Aber zum Beispiel finde ich ja selber doof, wenn der immer so viel am Rechner oder vor der Kiste sitzt. Aber wir haben in 7 Tagen haben wir 6 Filme von Fast and Furious geguckt. Und er hat trotzdem noch ab und zu gezockt. Kannst du bitte meine Vase zurückbringen? Ich meine, übernachtet bei mir und klaut mir noch eine Vase. Was ist mit dem Typ los? Ja, so ein One-Night-Stand hat sie noch nie. Klaut er einfach noch die Vase beim Rausgehen? Nein. Oh Gott, hey, jemand hat dich letzte Nacht in der Klinik vorbeigebracht. Warum habe ich die Nachricht jetzt aber bekommen? Ich habe in meinem Bett gepennt. Du hast nicht in deinem Bett gepennt, du hast in meinem Bett gepennt, ja. Nein, ich bin in Mainz gegangen. Auf so einen Stuss zu reden. Ja, tut hier Quarz in die Baukiste. Ganzen Tag klar und sonnig sein. Wahrsager, was sagt der Wahrsager mir heute? Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, die wissen, wenn ich extra Glück haben. Ja, extra Glück, da bin ich doch dabei. Aber tatsächlich war er so jemand, der hat gemeint, alte Filme sind voll doof und so. Und dann habe ich mir gedacht, Fast and Furious ist alt. Naja, wir haben auch den ersten und den zweiten Teil geguckt, ja. Also die sind schon, für ihn sind die alt, weil die sind vor seiner Geburt entstanden oder ausgestrahlt wurden, ja. Okay, du musst den Film 2012 gucken und dann sagen, das habe ich überlebt. Aber er ist 2005 geboren. Ich habe die Amethysten mal wieder aufgestockt. Amethysten. Du musst mal fast aussprechen. Wird schon besser. Star Wars Beste. Ja, Star Wars haben wir tatsächlich nicht geguckt und ich glaube, tatsächlich bin ich selber so jemand, ich mag die alten Star Wars Teile nicht wirklich, weil ich die Effekte auch nicht gut gealtert finde. Was? Ich mag die Episode 1 bis 3, aber so 4 bis 6 kann ich mir einfach nicht geben. 4 bis 6 ist also 1 bis 6 ist schön, aber die 9 finde ich schrecklich. Ne, die 7 geht auch wieder, die finde ich wieder voll okay. Seltene Scheibe. Seltene Scheiße. Was ihr hier alles reintut, ey. Oh, was habe ich hier? Achso, Lumi, dein Ding war eigentlich hier die Tiere, ne? Tiere. Achso, stimmt, ja. Das hat man letztes Mal ein bisschen aufgetan. Also deswegen. Neu. Ja, deswegen kann ich meinen Neffen sozusagen verstehen, dass er sagt, die alten Sachen findet er nicht so geil. Weil ich halt auch wirklich ganz alte Filme, besonders bei Spezialeffekten, schwierig finde. Denn Filme ohne Spezialeffekte, die gehen meistens noch ganz gut. Aber mit Spezialeffekten. Benni, willst du geheime Notizen haben? Von mir aus kannst du die mir geben. Ich hab 3 Stück. Ja, gib halt her. Naja. Mach ich ja. Moment, was habe ich mit dem Wein gemacht? Toll, die habe ich jetzt gelesen anscheinend. GG! Eine Notiz von Maro. Wein im Ding und ich hab's nicht mehr, wo ich den Wein hingetan. Eine Notiz von Maro, Teile, die ich für meine größte Erfindung brauche. Goldbarren, Iridiumbarren, Batterie, Diamant, Erdbeeren. Okay, das sind wahrscheinlich die Sachen, die man Wein, ihr schenken kann. Mehr. Was ist mit Wein? Der ist ich hatte Wein und ich habe keinen mehr. Das sind gesoffen. Ich weiß nicht, was ich dann gemacht. Der ist weg. Ich sage, einfach weggesoffen. Da habe ich ihn hingelegt, okay. Ich habe etwas in dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Ist du hast du jetzt die Tiere eigentlich gemacht? Ben, nein. Oder soll jetzt machen? Okay. Ich habe mir den Tieren nichts gemacht. Katje. Katje, Katje, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Ah, du backst also deine Katzen. Ich back vielleicht mit den Katzen. Ja, schöne Pastetchen für die Katzen, damit die was zu fressen haben. Da backst du aber garantiert nicht mit den Katzen, sondern Kira, für du elendes Ekel. Wieso, wenn die mit auf dem Küchentresen rumrennen, wo dann ausgerollt wird und so, dann ist es doch mit den Katzen backen. Rollen die auch mit aus? Oder gucken vielleicht die kneten die den Teig mit? Die kneten den Teig mit, Evelyn genau. Will einen Tintenfisch für Calzone. Hier geblieben! Hey, woher wusste ich Hunger? Ich bin, das sieht lecker aus! Aber ich glaube, ich muss jetzt wirklich Amethysten schenken, weil das steigt, glaube ich, nicht mehr. Jetzt ist es wieder gestiegen. Meine feste Freundin mag mich jetzt 8 von 10. 6 neue Amethysten sind in der Ruhe. Ha! Richtig ausgesprochen. Irgendjemand hat aber die Hühner schon gefüttert. Ja, ich habe den Hühnern gestern Zeug hingelegt, dass sie sich selbst füttern können. Ist es nicht auch so, dass wir nur Eier liegen lassen bei den Hühnern, dass wir dann neue Hühner kriegen? Nicht, nein, du musst das in die Brutbatterie oben legen. Da ist da schon eine oder was meinst du? Wollen wir noch ein paar Hühnchen haben, dann lege ich mal eins in die Brutbatterie. Nee, jetzt können sie da welche reinlegen.
holen wir noch ein paar. Wir können sie ja wieder verkaufen, wenn wir dann irgendwie anderes Viehzeug da rein. Genau, verkaufen einfach die Hühner dann. Passt schon. Man kann Hühner verkaufen? Natürlich. Wenn das ich wüsste. In diesem Spiel. Klar. Ich verkaufe Lumi. Warum aber nicht? Da muss ich, glaube ich, draufzahlen. Ne, Lumi können wir auch einen Strich checken. Vorne beim Bus. Hier gibt's also keinen Strich, das ist ein Kinderspiel. Das ist ein Kinderspiel. Ich hab euch jetzt dauerhaft gemutet, das wisst ihr. Das geht nur bei Discord nicht. Du kannst uns nicht muten und selber mit uns reden. Das ist das Schöne daran. Echt, das geht nicht? Nee, wenn du uns mutest, hören wir dich auch nicht mehr. Weil du dein Mikrofon automatisch mitmutest. Das ist ja sowas von scheiße unfair. Aber das geht, glaube ich, bei TeamSpeak auch nicht. Du kannst, glaube ich, auch nicht quatschen und selber gemutet, also doch, Kopfhörer doch, muten. Das ist unabhängig voneinander. Und kannst uns dabei zulabern? Ja. Ich glaube, das wird nämlich nicht übertragen zu den anderen Leuten, die dann da drin sind. Lea hat morgen Geburtstag. Stimmt, die Geburtstage habe ich ganz vergessen. Gutest du nachher gut. Violetter Pilz für eine Calzone für Lea. 750 G. Lea wird dankbar sein. 750 für eine Calzone. Oi, oi, oi. Für Alex auch nein, 750 für den violetten Pilz. Ja, aber für die Calzone zu machen. Wen will sie denn vergiften mit einem violetten Pilz in der Calzone? Violetter Pilz ist. Violetter Pilz ist tatsächlich sehr gehaltvoll im Gegensatz zum roten Pilz. Ja, der ist so gehaltvoll, dass du genau einmal isst und danach nie wieder aufstehst. Doch, doch. Guck dir mal die Werte davon an. Das war auch nur ein Witz. Was brauchte ich? Ich brauchte Tintenfisch. Kollege Alex versteht keine Witze, die keinen versauten Inhalt haben. Was hat ein Kollege letztens gesagt? Boah, wir sind immer noch nie auf einer Wellenlänge. Du verstehst einfach keinen Spaß. Ich so, nee, du machst einfach bloß nicht Spaß auf meiner Wellenlänge. Das war auch ein guter Witz. Ja, ne? Sehr ernst. Alle einig. Ich habe ein Artefakt gefunden, wo nicht dabei steht, dass ich das zu irgendjemandem bringen soll. Ist das dann egal? Ich habe einen Freund. Herzlichen Glückwunsch. Robin ist jetzt mit mir befreundet. Was hast du denn gefunden? Ein Kauhölzchen. Bring das mal ins Museum oder leg's in die. Ey, cool, ich habe eine prismatische Scheibe gefunden. Ha, Jackpot. Braucht man die? Geil. Jackpot, Benny, das ist sowas wie ein Sechser im Lotto. Warum? In dem Spiel. Super selten. Super selten, also super, super selten. Das ist, da ist es wahrscheinlicher, dass du eigentlich die Nadel im Heuhaufen findest. Super selten. Super, super selten. Ich kann das Lotto ins Museum bringen oder wir machen was Tolles damit, Benny. Wir haben das Stardew Valley Lotto gewonnen. Benny. Ja? Ey, Moment, wem wollte ich das jetzt bringen? Zu Evelyn. Entweder ich spende die Scheibe jetzt, das die Evelyn unsagbar viel wert ist. Ja, wenn's nur pass eine davon, auf, dann dass du doch, nicht wenn auf die Mais ausrutscht, naja, oder Kind. Wir nehmen dich für ein tolles Schwert. Oh, nein, 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 spende die erste Scheibe, spende das für die zweite Scheibe. Genau, was ich gesucht hatte. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Und hau schon ab, während ich mit noch mit dir rede. Warte mal, ich tue es vorher mal in die... hier ist dein Geld. Hm. Ich tue es vorher mal in die Ärztekiste, damit der Benny mal sieht, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ich komme heute Abend wahrscheinlich nicht mehr hin. Ich bin die ganze Zeit am Angeln. Ja, ne. Beziehungsweise in letzter Zeit. Wenn du dann halt mal morgen früh aufstehst. Ich sehe, Benny hat überhaupt gar keinen Sinn für deine kostbare Rarität. Ich merke das schon. Ich kann euch auch einen seltenen Fisch da reinlegen. Das kennt ihr ja auch nicht, ob das ein seltener Fisch ist oder nicht. Naja, aber das ist wirklich ein sehr, 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 sehr seltenes Erz. Also ich habe es tatsächlich noch nie gehabt. Deswegen weiß ich das. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde es toll, dass ihr es gefunden habt. Ich kann es leider nicht so richtig wertschätzen. Ich freue mich trotzdem für euch. Guckst dir einfach an. Ich freue mich für uns vor allen Dingen. Gib das Ding ab bei dem Archäologen. Guckst du das doch einfach hin. Gib es beim Archäologen ab. Wir brauchen das bei dem. Der muss ich das untersuchen. Ich habe das Gefühl, du hast gerade ein Bier getrunken, nicht ich. Ich kann das auch ohne Bier saufen. Ich kann einfach so reden die ganze Zeit. Oh, bitte nicht. So. Warum denn nicht? Das klingt wie ein Schweizerdeutscher. Ich mische einfach komische Dialekte ineinander und dann klingt das total toll. Eine Mischung aus Schweizerdeutsch, Sächsisch und irgendwas undefinierbar. Das kennst du schon nicht machen. Wenn die ganze Zeit so redest, das verstehe ich. Da wird's bei ihm bekloppt bei. Ich höre bei der Lumi bloß das Geklickere. Wir haben sie bewusstlos gequatscht.
Meine Ohren bluten bei dem Gesoppel, ey. Aber das war grad geil, du schlägst da irgendwo auf den Tisch auf und machst rumkriegen und dann kommt hier unten Lumina wurde bewusstlos geschlagen. Ah, das wird, verspricht wieder einer dieser Abende zu werden. Ist das toll? Das verspricht eine dieser Abende zu werden. Indem man sich die ganze Zeit über mich amüsieren kann. Ich hab das schon verstanden. Ja, du liest ja so gute Vorlagen. Ich hab mein Schwert schon wieder verloren. Was? Diesmal kriegst du aber nicht mehr mein Schwert bezahlen. Also dann nehme ich die prismatische Scheibe wirklich um, Nein, nein, du gibst sie beim Archäologen ab. Ich kaufe mir ein Schwert. Ich gebe die nie beim Archäologen ab, weißt du, wie... Wir müssen also, beim Archäologen noch mal alles voll haben. Jetzt ja, das dauert eh noch. Man weiß, wann wir jemals wieder eine finden. Und dann hast du die einfach für ein Schwert verballert. Wir haben Schwerter. Ich verliere meine Schwerter ja nie. Ich verliere meine Schwerter ja nie. Ja. Wenn eine sächsische Mutter sagt, mein Sohn wird Archäologe, musst du sagen, nein, das heißt Proktologe. Ich hab den Fisch gefangen! In Lengdorsch! Endlich mal, ey! Uff! Wenn ich stoße erstmal drauf an. Mach ich gleich, ich hab schon den nächsten Fisch in der Angel. Ja, weil es gerade Klack gemacht hat, richtig klar. Das war ich nie. Das war ich. Achso. Aber hier, ich stoße mit euch an. Warte mal. Das blöde Bier loswerden, das ewige war schon schlecht. Vielleicht das zweite schon offen. Ich werde die prismatische Scheibe sicherlich nicht zum Museum bringen. Ich bin auch für Museum. Nein, du hast sie gefunden. Ich bin für Museum. Naja, aber so könnte ich dir mein gebrauchtes Schwert geben mit 30, 45 Schaden. Ich will dein gebrauchtes Schwert nicht. Es gehört nur, wie Felix will dir sein Schwert geben. Ja, kann ich in die Scheide stecken. Alter. Genau. Das war für mich ein Schwert. Seid ihr 15? Ja. Sind ja meine Nachhilfeschüler noch gescheiter. Ich habe einen 13-Jährigen bei mir zu Gast. Ja, eine ganze Woche. Was haben diese für Witze? Mein 14-Jähriger versucht mich anzuflirten. Tja, würde ich auch machen, wenn ich 14 wäre. Lecker, lecker. Ernsthaft? So schlägt die Zunge nicht aus, ja. Ich bin froh, dass du dann nie in Amerika bist, sonst kämst du dafür. Der Vorteil ist, wenn du seine Mutter sein könntest, du hast halt Brüste im Gegensatz zu den vielen Mädels in seinem Alter, oder? Erstens das und zweitens könnte er angeben, mit einer MILF Sex gehabt zu haben. Ja, aber du, ich habe ihm erklärt, dass ich deine Mutter sein könnte und dann hat er gemeint, okay, wir sollten wieder über Deutsch reden. Also schnell von dem Thema wieder abgewichen. Wie alt ist der? 14. Du bist? Ja, gut. 29? Das fragt man nicht. 29 und jetzt 14 Jahre zurück. Schon 10 mal 19 geworden, meine Fresse. Also mit 15 wärst du schon Mutter geworden? Naja, ja, also ich habe ja gesagt, ich habe ihm dann gesagt, könnte. Wenn ich in deinem Alter schon Kinder bekommen hätte, dann könntest du überhaupt deine Mutter. Ach so. Irgendwie. Weil er meinte, er wäre mir zu jung. Also allein die Aussage, ja. Ich bin dir eh zu jung oder irgendwie sowas, hat er gesagt. Was ist denn mit dem los? Heute ist das Alter nicht mehr so wichtig, wo die Liebe hinfällt, Lumi, wo die Liebe hinfällt. Schon klar, dass ich damit mit einem Bein im Knast stehe, wenn sowas wo die Liebe hinfällt. Würde. Nur in Amerika. Nicht nur in Amerika, in Deutschland ist es verboten. Auch. Also unter 16 ist sowieso verboten und über 16 in dem Fall auch, weil ich seine Lehrerin bin und damit wäre das Missbrauch von Schutzbefohlenen. Naja. Genau, Schutzbefohlenen, das Ding habe ich gesucht. Jo. Also, ich müsste im Prinzip 4 Jahre warten, bevor ich zumindest auf legalem Wege was mit ihm anfangen könnte. Aber davon abgesehen, dass ich das gar nicht will. Du müsstest 4 Jahre warten und dürftest ihn nicht mehr im Unterricht haben. Ja, das auch noch. Wobei ich nicht weiß, wie sie das mit Nachhilfe zählen, wenn ich ehrlich bin. Er kriegt ja keine Noten von mir. Wird wahrscheinlich trotzdem irgendwie komisch sein. Wird's komisch. Also bei Eltern ist es, oder bei Stiefeltern ist es ja auch irgendwie so. Das sind dann auch Schutzbefohlene. Ich glaube, ich muss langsam mal loslaufen. Eben, denk dran, dass ihr ins Bett müsst. Ich mach mich auf den Weg. Das Holzschwert bringt dich in nichts. Du hättest dir ein ordentliches Schwert besorgen sollen. Ja, einfach von der Mine wieder nach oben runter. Man muss doch mal irgendwann was looten können. Du kannst nichts mehr looten, wenn du einmal die Mine durch hast. Warum nicht? Weil es nicht nochmal gibt. Warum nicht? Weil man nicht so doof sein soll und sein Schwert verlieren. Das kann doch immer mal passieren. Zweimal. Ich würde behaupten, es war schon dreimal. Nein, es war zweimal. Ich wette auf dreimal. Das war jetzt das zweite Mal, ja. Ach komm, Felix, jetzt fall mir doch nicht in den Rücken. Danke, Felix. Du willst doch nur bei ihr landen. Dafür darfst du bei mir im Bett schlafen. Ja, siehst du, sag's ja. Gut, dann kaufe ich mir jetzt... Oh, toll, ihr Idioten, es ist echt geil. Ich hab's ja gerade gesagt, ich geh jetzt ins Bett. Mann, ey.
Also ich bin nicht jetzt mitgekommen wegen dir. Also kann ich jetzt nichts, ja. Erst K.O. gehen, dann nicht ins Bett kommen. Lumi, du bist einfach nicht produktiv heute. Und jetzt kriege ich Kampfstufe 8. Das ist ja voll der Farce. Benni, ich habe ihr ein schönes Labyrinth aus Blumenvasen gebaut. Du wolltest deine Vase zurückhaben. Hier hast du alle Vasen, die wir haben.